Die öffentliche Beschwerde eures Captain Rex in der Star Wars Lounge gegen die Telekom. Öffentliche Beschwerde, weil es muss sein. Ich bin gerade beim Fokus, den erkläre ich euch gleich. Ich erkläre euch gleich, was abgeht. Wir leben jetzt digital und wir werden wirklich richtig schön betrogen. Das ist jetzt alles gewollt. Ich beschwere mich öffentlich durch die sogenannte Abzocke. Vorfall war, meine Kunden sind ja auch Schauspieler drunter. Die Schauspielkollegen, wir hatten ja mal hier gedreht, ne, darf ich vorstellen, Henning Baum, die jungen Damen arbeiten bei Karstadt und dieser junge Mann ist ein Rentner, er war aber bei der WAZ. Er schreibt momentan ein wunderbares Buch über die Beatles, weil er liebt die Beatles, er mag die Beatles. Ach, meine netten Kunden haben absolutes Verständnis dafür, weil die ja selber da drin sind. Ob es eine Unity Media ist, ob es ist die Telekom. Also wir werden digitalisiert und durch diese Digitalisierung erhebe ich jetzt eine öffentliche Beschwerde gegen das, was auf uns zukommt. Die Welt sollte an sich beides haben. Ja, okay, es kommt ein bisschen die Firma durch. Wir wandeln seit 1966 analog auf digital, beziehungsweise firmamäßig seit 1979. So, seit 1979 wandeln wir analog auf digital. Heute wandelt ja jeder fast schon selbst. Ja, die Sache der Beschwerde liegt darin, dass das irgendwie gewollt war. So, man hat mir, wie gesagt, das Gerät hochgejubelt, weil ich bin ans Telefon gegangen. Das Telefon sagte zu mir, diese Nummer ist gesperrt. Danach ging gar nichts mehr. Ja, dann hatte ich dann nochmal getestet. Dann habe ich ein neues Gerät gekauft, das ja jeder bekommt. Meine lieben Damen und Herren bei der Telekom, euer Gerät bekommt man bei Amazon billiger. Ja, muss ich einfach mal gesagt haben. Bei der Telekom habe ich 169 Euro auf den Tisch gelegt. Ich überlege gerade, ob ich das gute Stück nicht wieder zurückbringe und bei Amazon für 98,95 € kaufe. Als Prime-Kunde. Wollte ich nur mal gesagt haben, wie heißt das gute Ding? Weiß ich gar nicht. Ihr kennt es. Steht ja bei der Telekom, dieses komische Ding da. Mit den lauter Knöpfen. Wie gesagt, funktioniert nichts und kann sein, dass jetzt nach diesem Video der Beschwerde, dass da auch wieder irgendwas gemacht wird, dass dann nichts mehr funktioniert. Soll mich auch egal sein, irgendwie kriegt das schon hin, dass das wieder läuft. Aber ich finde es eine Riesensauerei, dass da behauptet wird, dass 249, bei ihm hier waren es auch 170, das war die gleiche Schote, Also 170,19 € würde er angeblich schulden, ich auch. Also war irgendwie, fand ich das lustig. Er kam als Kunde rein und sagte das und hatte sich dann da beschwert und hatte sich mit der Telekom auseinandergesetzt. Da sage ich, ich kümmere mich drum. Also haben mich drum gekümmert, schauen wir das hier beim Fokus an. Beim Fokus steht alles, geht einfach mal rein, Ärger mit der Telekom und der Fokus sagt es euch dann. Ihr könnt dann Probleme mit dem Mobilfunknetz, Probleme mit dem Festnetz. So, und das digitale Festnetz ist ja sowieso gelogen. Ihr habt ja gar keine Glasfaser. Ihr habt 15 Meter Kupferkabel. Also wenn ihr euch das Kabel hier ansehen würdet, wie das aussieht, euch würde schlecht, wie die gearbeitet haben. Ist überhaupt kein Thema. Die haben so gearbeitet. Ich veröffentliche das ja jetzt auch. Es wird Zeit, dass die Öffentlichkeit in Kenntnis ist, was auf sie zukommt. Digital. Wenn sie unser Hauptphilosoph im Fernsehen schon sagt, dass 2/3 keine Arbeit mehr haben wird und 1/3 haben Arbeit, dann sollte man auch mal darüber nachdenken, was geht denn da ab. So, ich hatte mich auch beschwert, ich hatte auch gesagt, ich bin nicht einverstanden mit der Rechnung, weil ich die Rechnung nicht verstehe, sondern hatte ich denen geschrieben, so ein Widerspruch, ich hatte auch hier das, ich war auch gerade, habe ausgedruckt, ist alles da, das Geld ist alles da, die haben einfach nicht abgebucht und die sprechen auch nicht darüber. Ne? Machen die nicht. Die sprechen nicht darüber. Gar nichts. Mahlzeit, Grüße. Einfach ran, ist okay. So, eine sogenannte Vorstandsbeschwerde ist raus. Geschrieben, alles dokumentiert. Wie gesagt, auch die anderen Schauspielkollegen waren irritiert. Es läuft da richtig was schräg ab. Ne? Vorstandsbeschwerde an Dr. Ferry Abdul Hassan, Telekom Deutschland GmbH. Wir sind stinksauer über die Praktiken. Wenn wir am 6.6. eingezahlt haben und wenn wir am 3.6. wie gesagt so eine Anlage da bekommen haben, ne,
Und die anderen Bilderchen, mal gucken, ob wir die haben hier. Wir haben einfach alles mal zusammengepackt und haben es dann mal hingeschickt, sollen es prüfen. Wie gesagt, wenn ihr online seid, ich weiß, online, das ist schon eine Sache. 1995 hat man die Idee, Cebit. 1999 kam ja auch der Hype, hat geklappt, da kam auch Star Wars 1. Und deswegen ist Star Wars ja auch so dermaßen jetzt in aller Munde. Und jetzt durch die drei Ghouls, Google als Oberghoul, dann Entertainment Home, Sony Enterprises ist in Google mit involviert, YouTube und so. Dann kommt ja, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr und du.de Community, wir kommen leider auch nicht mehr, UPROM TV, 98,8 Grad Ost, Astra, digital, nein, sind wir auch nicht mehr. Und wie gesagt, die Kunden hier, ich muss immer gucken, wenn, weil offen, ich hatte heute reichlich viel zu tun. Und wenn die Schauspielkollegen das nicht vorher gehabt hätten, die hatten das nämlich auch, die hatten plötzlich irgendwelche Rechnungen, die sie angeblich nicht bezahlt hätten, dann bekamen sie Sperrung. Ich fand es nicht sehr schön, wie die gearbeitet haben. Erstens, wie sie hier vor Ort am 3.6. gearbeitet haben. Das hat wirklich sehr viel gekostet. Ich hatte auch noch zwei Kunden, die wirklich ausgeharrt, um ihre Dokumente zu bekommen. Weil ist klar, wenn die einfach stoppen, dann geht ja nichts mehr. Aber wir werden das alles noch ein bisschen ändern. Eine Vorstands-, wie gesagt, Festnetzmahnung haben wir gekriegt hier am 31.08. von 170,19 €, obwohl wir nachweisen können, dass wir am 6.06. anhand dieses, ist ja nun mal die Post bzw. die Sparkasse, am 6.07. haben wir zum Beispiel 83,22 € bezahlt. Mit der Mahnung, wir sind ja nicht so. Das Problem ist, und darum geht's. Nach dem Tod der Mutter, 12.04.2017, ist klar, sterben die Konten mit. Also haben wir ganz schnell gesagt, liebe Telekom, durch den Tod der Mutter müssen wir leider auf ein anderes Konto. So, haben wir das andere Konto angegeben. Am 3.06. haben wir dann die neuen Sachen uns hier bestellt, ja. Haben der jungen Dame da auch alles gegeben. Wir haben unseren Ausweis vorgelegt, wir haben unsere Bankkarte vorgelegt. Ne? Wir haben alles da so gemacht. Ne? Mahlzeit, Hallöchen. Hallo. Was brauchen wir? Wenn das nicht ein Beruf wäre, dann würde ich sagen, wäre das Frustbewältigung, sich gegen die Telekom aufzulehnen und zu sagen, ey Leute, bei euch ist was schiefgelaufen. Wenn man keine Rechnung bekommt, wenn man keinen Anruf bekommt, wenn man keinen Anruf bekommt, kann man auch keinen zurückrufen, wenn der angerufen und sagt, hey, ruf mich zurück, wenn ihr versteht, was ich meine. So, wenn keine Rechnung erfolgt, in Form einer Rechnung, die auch beglichen werden sollte, oder es kommt eine Rechnung, die schon beglichen ist, und dann behauptet wird, wir verdoppeln die einfach mal, denn die andere habt ihr ja auch nicht bezahlt, so in der Richtung. Und hier ist es mittlerweile dreimal angeblich nicht. Fehler passieren, ist ja kein Thema, habe ich auch nichts gegen, nach 40 Jahren, ich bin auch nicht böse, aber es wird Zeit, dass wir die Öffentlichkeit informieren, bei der Telekom läuft es nicht rund, gar nicht, die Monteure machen nicht richtig, ja? Die Leitungen liegen nicht richtig, die Geschwindigkeit stimmt nicht, es kann nicht sein, dass wir digitalisieren, es kann nicht sein, dass die FDP Digitalisation nach vorne bringt, denn ihr sollt ja wählen, ich will hoffen, ihr habt richtig gewählt, werden wir ja sehen, am 25.09. Ja, jedenfalls alle haben. Ich habe euch ja, wie gesagt, kann ich hier einblenden. Andere sagen das auch, andere Schauspielkollegen sagen das auch, RTL und Moderatoren sagen es auch. Wählt richtig, etc. pp. Ist alles schön und gut. Politiker wählen. Ich kann nur dann austauschen, wenn ich was habe zum Tauschen. Ansonsten bleibt alles gleich, nur punktuell anders. Mehr nicht. Der eine sitzt höher, der andere sitzt tiefer. Letzte Woche saß er unten, der andere ist jetzt in Rente, den will keiner mehr. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also, das Problem an der Geschichte ist, sich zu beschweren. Das Problem an der Geschichte ist, dass Fehler passieren und nicht revidiert werden, sondern der Kunde ist immer schuld. Stimmt ja gar nicht. Wer aus der Branche kommt, wo wir mit Kunden arbeiten und wo Kunden halt verkehren, ist der Kunde schon mal nicht falsch. Der Kunde hat nun mal eine Idee, die er vielleicht nicht umsetzen kann oder die Idee nicht weiß, wie er damit umgehen sollte. Kann alles vorkommen, kann alles passieren. Und sowas passiert schon mal.
Und dann sollte man nicht mit der Pompe draufhauen. Sollte man nicht. Aber die Telekom ist ja immer noch der Meinung, sie wäre ja, nicht wahr? Aber in meinen Augen ist sie ja immer noch privatisiert, verkauft und was weiß ich nicht alles. Und in der schönen Zeit der wilden 50er Jahre bis 95 war ja noch alles in Ordnung. Also bis 90. Ne? 50 bis 90 war alles in Ordnung, 40 Jahre lang. Nicht wegen der Teilung oder so oder wegen der Politik, nein, auch die Telekom, es war okay. So, mit der Einführung 95, Cebit halt Internet, www2. Ja, und Web. Und Web.tv und all solche Sachen. Und mit 99 die Zielsetzung, dass das aufgekauft und mit 2005 EU und Richtlinien und alles. Und jetzt, wo Amazon mehr, also das Gerät zum Beispiel, für 170 Euro gekauft, deswegen ist es ja aufgeflogen. Man hat ein neues Gerät, also erst wurde das alte Gerät terminiert. Das macht nur Patsch. Also erst ging man ans Telefon und das Telefon sprach mit einem und sagte, diese Rufnummer ist gesperrt. Dann drückt man drauf, was ist denn jetzt los? Und dann ging gar nichts mehr. So, der Receiver, der suchte sich einen heißen, danach suchte er auch nichts mehr. So, dann fuhr man, wie gesagt, zum Rhein-Ruhr-Zentrum in Mühlheim, das ist an der A40, dort ist ein Telepunktladen. So, am 3.6. war man aber schon da und hat sich ein neues Gerät dort. Ja, man hatte das große Glück gehabt, an der Tür jemanden gehabt zu haben, um 9:30 abends, der sich auch entschuldigt hatte, um Kunde zu bleiben. So, die Telekom hat natürlich dann gesagt, bleiben Sie bei uns, wir hätten Sie gern weiterhin, Sie sind schon so lange bei uns, wir gönnen Ihnen dieses, jenes und das. So, lief auch. So, jetzt aber, wie gesagt, war auch alles in Ordnung. Am 12.04. verstarb die Mutter 2017 und schon ist klar, Konto, jeder weiß, wenn jemand stirbt, passieren die dollsten Klöpse, ist halt so, bis die ganze Sache dann vom Tisch. Und wie dann alles vom Tisch wurde, die Telekom wurde informiert. Die Telekom wurde informiert, dass sie einen anderen, sie hat die Kontennummer, alles. So. Und dann auf einmal merkte man, dass man da so ein Schreiben bekam, man solle 80 Euro überweisen. Okay, hat man gemacht, ne? Ist klar. Also haben sie ignoriert oder haben das Schreiben nicht bekommen, eins von beiden. Und beim zweiten Mal auch. So, beim dritten Mal hatte man die Kerbe voll, hat gesagt, wisst ihr was, hallo, am 3.6.2007 nochmal dahin, hier, ihr habt ein tolles Angebot da, sieht gut aus, nehmen wir, setzen wir noch einen drauf, okay, 80 Euro, in Ordnung. So, jetzt hat man ein Big TV in HD und hat ein spezielles Gerät, wo man zurückspulen kann und was weiß ich nicht alles da, eine Festplatte drin und so weiter, so. Und dann auf einmal kommt so eine Hammerrechnung von 170,19 €. Ja, das ist schon mal eine lustige Geschichte. 170,19 €. So, wenn man da am Rumrechnen ist, hallo, ne? Man hat auch so wie, also am 3.6. hat man das Gerät und am 3.6. hat man, also am 6.6. hat man dann, weil man eine Rechnung bekam, auch eingezahlt. Und liegt ja alles vor. Haben wir ja alles vor, haben wir auch alles schön fotokopiert. Der Vorstand kann sich das jetzt anschauen. Wie gesagt, wenn man aber das Internet durchschaut, wenn man meine Kollegen fragt, die Schauspielkollegen wohlgemerkt, die dasselbe durchgemacht haben, sonst wäre ich gar nicht darauf gekommen. Wie gesagt, der WDR auch, der hat da, gibt bitte bei Google ein, Ärger mit der Telekom, WDR, zack, und schaut es euch an. Gewaltig, also nicht nur da, bei Facebook kann man sich das anschauen. Ist eine ganze Rubrik drüber. Also, das Problem an der Geschichte ist, viele angerufen, Monteure und so, mit sehr vielen Fachleuten darüber gesprochen, also auch mit dem Fokus, bei Fokus könnt ihr euch das anschauen. Da fragt man sich wirklich, was geht hier eigentlich ab? Was geht hier eigentlich ab? Warum wird das so vollzogen? Woran liegt das? So, wir wollen das jetzt klären. Ich bin nur etwas knietschig, weil ich gleich Feierabend habe und nach einem Zuhause nichts höre. Nichts sehe, etc. Das heißt also, ich kann meine Rosenheim-Cops nicht sehen, ich konnte Meta nicht sehen bei Sci-Fi und so weiter und so fort. Ich kann die Killjoys nicht sehen, also ich habe diese Woche kein Fernsehen, kein Telefon und auch kein Internet. Und wenn ich mir das alles mal anschaue auf eine Art, bin ja nicht so,
aber mal Ruhe, ist okay. Nein, ich muss dann halt woanders hingehen, um mir da irgendwie was anzuschauen. Aber die haben das Leistungspaket nicht und somit lohnt es sich gar nicht, irgendwo hinzugehen, weil ich das Leistungspaket, wie gesagt, nicht dort habe. Und somit kann ich das also dort auch nicht sehen. Man braucht dieses sogenannte Leistungspaket, dann kann man sich das so anschauen. Nur das Problem ist, dass sie darauf einfach bestehen. Die bestehen einfach darauf, ich schulde denen jetzt 249 Euro. Und das kann es nicht sein. Ja, das kann es nicht sein, weil es nicht stimmt. Ja, man kann ja noch nachrechnen da. Na, außer egal. Dieses Rumbucherei, ich überweise am 6., die kriegen das, was weiß ich. Die halten sich ja sowieso nicht dran. Die halten sich doch sowieso nicht dran. Ich hatte gerade noch ein Fachgespräch mit einer Kundin über Freenet-TV. Freenet-TV. So, die haben, wann haben sie abgebucht? Einmal am 3., dann am 9., dann am 15. Die halten sich einfach nicht dran. Die machen das, wie die gerade Bock haben. Die wissen ja genau, alle wissen genau, und darum geht's, dass der Bürger sich dran hält, ja, die sich aber nicht dran halten und somit haben sie den Bürger schon an der Kandare. So, dann fängt es auch an, nicht jeder Bürger macht das jetzt so wie wir hier von den Medien, ist klar, ich bin ja wie gesagt selbst betroffen, ich mache es so wie ein anderer Schauspielkollege, wenn ich ihn finde, packe ich ihn euch hier rein, der momentan auch gegen Merkel oder für Merkel, je nachdem wie er gerade bezahlt wird, unterwegs ist. So, an die Telekom, das ist eine öffentliche, wie soll man erklären, das ist eine öffentliche Beschwerde. Eine öffentliche Beschwerde, es kann nicht sein, schön, dass sie bei uns sind, dass wir sie jetzt endlich abzocken können. Das kann es ja wohl nicht sein. Ja? Ich freue mich immer, wenn meine Kunden kommen. Ja? Mein Kunden wird geholfen. Ich habe gerade hier auch noch eine Session gehabt. Ich hatte auch eine Fotosession gehabt. Und ich muss mir vieles dann immer anhören, ich muss auch vieles recherchieren, ob es stimmt, was mir da gesagt wird, weil in der Filmbranche ändert sich viel, in der Bürobranche ändert sich viel, in der Kopiebranche, Fotobranche verändert sich viel, ist halt irgendwelche Vorschriften da, biometrische Fotografie für Ausweise, dann Broschüren, die dann richtig zusammensetzen, dass da ordentliche Broschüren rauskommen. Und solche Sachen, es sind ja Taufen angesagt, es geht auf Weihnachten zu. Ich hatte gerade auch einen tollen Auftrag, den ich erfüllen muss. Darf ich auch nicht verbummeln hier. Es geht ja um Star Wars. Wir haben ja hier Unikate. Wir haben Star Wars Unikate, die wir herstellen und auf Wunsch zusammen. Da hat einer jetzt einen tollen Wunsch. Ja? Er möchte einen Wookie. Und er hat den auch ausgesucht und den müssen wir jetzt versuchen zusammenzubekommen. Dann muss daraus eine tolle Geschichte werden. Ich brauche mal eben das Eisen hier. Ne? Er möchte einen blauen Rahmen und er möchte die Wicked-Figur als Bild. So, wir haben jetzt einen blauen Rahmen. Wir brauchen den Wicked. Ne? Ist kein Wookie. Sondern, ne? Ja, als Bildfigur. So, wir versuchen es, wir bemühen uns. Und schauen wir mal, wie wir es hinbekommen. Er hatte auch vom wunderbaren Künstler was gesehen. Den hat man dann direkt angerufen. Und schauen mal, ob er das irgendwie in Szene setzen kann. Wir haben ja wir haben Cartoonisten. Hallo, da ist sie ja. Jo, was hat er denn? Ach ja, wisst ihr, auf der Telekom sauer sein, muss nicht sein. Wie gesagt, ich habe dem Obersten die sogenannte Vorstandsbeschwerde eingereicht, weil so kann es an sich auch nicht sein. Alle, wie gesagt, werden ja gekündigt bis zum 10.10. Die da, wie gesagt, nicht passen, muss digital. Ich habe gerade noch mit einigen auch gesprochen. Es ist eben so, die digitale Zeit kommt. Und das Schlimme ist halt nur, und das ist auch schön, dass es passiert ist, dass nichts mehr geht. Also Telefon geht nicht, Fernsehen geht nicht und online geht auch nicht. Und da stellt man halt fest, aha, in diesem Fall wirklich liegt der Fehler nicht bei mir. Wenn der Schauspielkollege nicht gekommen wäre, hätte ich das gar nicht gewusst. Und wenn es mir dann auch passiert wäre, weil die Summe war schon merkwürdig. Also er hatte auch 170,19 Euro und hatte dann, wie gesagt, angerufen etc. Deswegen. So, und wie ich dann nach Hause kam, hatte ich auch mal eine Rechnung von 170,19 Euro. Und habe mir dann auch gedacht, hier stimmt doch was nicht.
wenn er und so, das kommt mir alles so komisch vor. Und das habe ich denen dann auch zukommen lassen. Soll ich bitte diese Rechnung kontrollieren, einen sogenannten Widerspruch eingelegt. Ja, was da rausgekommen ist, seht ihr ja, man hat einfach abgesperrt und jetzt wird behauptet, jetzt schulde ich schon 249. So, wenn ich keine Rechnung bekomme, in Unkenntnis bin, dass ich eine Rechnung erhalte, weil ich im Glauben bin, dass bezahlt wird, automatisiert, weil die Automatisierung freigegeben worden ist, dann ist das doch schon eine ziemlich große Frechheit, will ich sagen. Also ich habe die Automatisierung freigegeben. Muss man ja gucken, haben Kunde. Ja, ich komme. Das war nur ein Kunde, der eine Brille sucht. Hier ist leider keine abgegeben worden. Wir helfen ja, wo wir können. Meine lieben Freunde, regt euch nicht immer auf, das ist alles so gewollt, das ist natürlich schade. Natürlich würde ich gerne unseren Landespapa, Armin Laschek da von der CDU, gerne schreiben, auch so eine Art Beschwerde auf den Tisch legen, mal drüber nachzudenken, was hier eigentlich in der Zukunft wir Kleinunternehmer und Kleinstunternehmer doch gewissen Leuten ausgesetzt sind. Ich bin zu klein, ich bin auch zu kleinst, um klein zu sein. Trotzdem lege ich mich mit der Telekom an und mache so ein Video, weil ich sehe es nicht ein. Ich habe tagtäglich 100 bis 200 Kunden hier und wenn ich tagtäglich, 6 Tage die Woche, 100 bis 200 Kunden erkläre, was doch ist, vorhin auch, ging doch Telefon 0228, war sofort weg. Dann, weil ich auf einen warte, habe ich gedacht, vielleicht wäre er das gewesen. Ich rufe zurück. Nö. Sie haben ein sowieso ein Automat. Wir sind eine Forschungsgruppe. Sag ich sofort eingehängt. Na? Solche Tricks werden dann alle auf uns langsam zukommen. Ich warne jetzt nicht vor dieser Nummer hier. Ich warne auch nicht vor der Telekom, Unity Media und wie die alle heißen. Also wenn ich einen sage, muss ich ja alle sagen. Das ist an sich global gehalten. Na? Aber es ist halt. Ich bin seit 40 Jahren Telekom-Kunde und habe festgestellt, okay, 1995 ging nicht, weil die Telekom einfach den Zug verpasst hatte, also musste sie nach AOL. Und mit AOL ging alles, war wunderbar. Und dann kam und du die Community, ist heute web.de und web.de ist heute 1&1. Also da fing dann so langsam an. So 1999 ging es los, bis 2005 hat es noch Spaß gemacht und dann kam die Bremse und dann hat man uns gekiegelt. Und dann war alles zu Ende. So, heutzutage kann man den Zuspruch an der Telekom ja geben. Heute kann man der Telekom sagen, okay, ich nehme dich. Du bist genauso schlecht wie die anderen auch, aber du bist der Vater. Du bist der Vater der Leitung und deswegen ist okay. So, wenn der Vater wieder wie ein Originalvater hin und wieder mal seinen kurzen hat, ne, seine dollen 5 Minuten, hat man natürlich als Sohn Ärger. Klar. So, ich habe jetzt natürlich mit der Telekom Ärger. Versuche es jetzt mit diesem Videoclip ein bisschen zu kompensieren, weil wenn ich so nach Hause komme und da ist nichts mehr, weil ja nichts geht. Ja, ich schulde ja angeblich der Telekom Geld, was nicht kann nicht sein, weil ich ja alles hier habe. Wie gesagt, ich habe es zur Prüfung mal dahin geschickt. Ich bitte um Prüfung. Was dabei rauskommen wird, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich den doppelten Schaden. Ich habe angeblich 249 Euro offen. Und so lange, bis ich die bezahlt habe. Und da setzt es an. Da bin ich sehr vorsichtig. Also wenn ich jetzt 249 Euro einfach mal blind überweise, ja, blind überweise, und die dann auch nochmal, weil die ja die Einzugsernehmung, ne, haben die ja, auch nochmal, hallo, ja, denk mal darüber nach. Dann lieber das Risiko gar nichts sehen, weil so wichtig ist das nicht. Also online ist nicht wichtig für mich und Fernsehen auch nicht. Und Telefon auch nicht. Für mich ist wichtig meine Arbeit, meine Schauspielkollegen, hier unsere Filmgeschichte und so weiter, da muss das funktionieren, da sind wir ja halt noch frei. Ich stelle mir gerade so bildlich vor, aber dann gibt es mich nicht mehr, dass dann auch online geht. Das heißt, also sofort da und so, das wäre natürlich schade. Manchmal meine ich aber auch, dass die Rundfunk- und Fernsehanstalten sind ja auch abhängig von Fällen, von Internet und von Strom. Und wenn sie die dann irgendwie angreifen, durch Sendungen oder so, dann ist das gekappt, dann geht nichts mehr. Und dadurch sind die auch stiller geworden. Also ich glaube, die Welt wird durch digital erpressbarer. Man kann also erpressen. Ich hatte gerade ein wunderbares Bild hier. Ne? Hätte man mir vor 50 Jahren gesagt, dass ich auf einer Toilette mit wildfremden Leuten telefonieren könnte, ne? Visuell und so weiter, hätte ich tierisch gelacht.
Vor 50 Jahren hätten wir alle tierisch gelacht. Wir können jetzt hier auf der Toilette sitzen und live mit der ganzen Welt sprechen. Ja, so weit sind wir doch schon fortgeschritten. Wir können also ganz viel Scheiße machen, abziehen oder dabei kann die ganze Welt zugucken. So weit sind wir gekommen. Und deswegen können auch die Anbieter mit euch machen, was sie wollen. Die Stromanbieter sind ganz gefährlich. Die digitalen, also sobald wir richtig digitalisiert sind, fängt es an. Also wir werden mit dem Landespapa noch sprechen, mit Armin Laschek. Wie gesagt, er hatte mir geschrieben und hatte da so einige Sachen und deswegen habe ich gesagt, okay, kriegst du meine Stimme. Bin ja nicht so. Aber jetzt bin ich sehr vorsichtig mit dem Bundestag, weil Landtag ist mir wichtig. Da, wo ich lebe, das Land. Aber Bundestag ist mir nicht wichtig, weil abgehoben, die sehe ich nie. Ob da Merkel ist oder der andere, ist mir egal. Die können dann in Bonn machen, in Berlin machen, was sie wollen. Aber hier nicht. Landtag ist wichtig. Das ist mein Land, da kann ich auch eben hin. Armin Laschek ist ja gerade wieder umgezogen, hat da Geld ausgegeben, hat ein paar Namensschilder geändert, hat auch wieder Geld ausgegeben. Aber für uns gibt er kein Geld aus. Warum ich jetzt vor laufender Kamera, Toys R Us hat gewedelt, wir machen Insolvenz, wenn der so weit macht. Toys R Us ist weltweit, ist ein Riesending. Und wenn ich an Star Wars denke, wir sind ja hier Star Wars, hat Qui-Gon Jinn auch gesagt, es gibt immer einen größeren Fisch, der den größeren Fisch frisst. Und kommt so hin, ne? Und nicht nur Star Wars hat da so Sachen, nein, auch andere Sachen. Also seid mir nicht böse, aber wie gesagt, diesen Videoclip habe ich einfach mal gemacht, um darauf hinzuweisen, was auf uns zukommt. Jemand behauptet, ich habe hier, das ist Kunde, das sind an sich Kundensachen, und da es mich selbst jetzt auch betroffen hat, bin ich dazu gekommen, diese Kamera scharf zu schalten und diesbezüglich darauf einzugehen. Da werden Sachen behauptet und es wird einfach abgeschaltet. Und durch diese Abschaltung, das ist kein Scherz, ist das Gerät kaputt gegangen. So, und weil das Gerät kaputt gegangen ist, bin ich natürlich mit dem kaputten Gerät zur Dienststelle gefahren, habe es kontrollieren lassen, ja, ist kaputt. So, daraufhin habe ich ein neues Gerät gekauft für 160 Euro, habe es angeschlossen, habe festgestellt, nichts geht, nichts funktioniert, hier stimmt was nicht. Daraufhin habe ich dann halt, bin ich weitergefahren zum Büro. Im Büro habe ich die Herrschaften dann angerufen und die haben dann gesagt, ja, haben mich erstmal sprechen lassen und so. Die wussten ganz genau Bescheid, dass da jetzt ein Echo kam. Ja? Und nachher kam dann, ja, wissen Sie, wir haben Sie abgeschaltet, weil Sie uns 249 Euro schulden. Sag ich, was ist los? Na? Ist klar. So, und ich kann ja nachweisen, dass alles bezahlt worden ist. Ja? Also noch einmal, man gibt der Telekom den Auftrag, Geld abzubuchen. Man geht auch extra dahin, man zückt seinen Ausweis, seine Karte, ja. Und nachher sieht man da, er ist Selbstzahler. Ja, was denn nur? Abbuchen, Selbstzahler, man kommt da durcheinander. Also geht man hin und bezahlt schon mal. Ja? Gestern auch eine Kundin sagte, ich bezahle immer im Voraus. Die zahlt immer im Voraus. Und trotzdem bekommt sie eine Mahnung. Toll, ne? Also es stimmt also nicht. Deswegen bin ich halt zu dem Schluss gekommen, vor die laufende Kamera zu gehen und vor die laufende Kamera zu gehen und zu sagen, ey Leute, hier stimmt was nicht. So, ich werde immer noch euer freundlicher sein, meine Kunden mögen das, es bleibt auch so, ich helfe jedem Kunden, ich höre mir das auch an, ich hatte auch gerade einen Schwerkranken, mit dem ich darüber gesprochen habe, sage ich, bleib ruhig, wir müssen alle da durch, das passiert hier wirklich jetzt jedem, das Telefon wird halt, ja, die rufen mich ständig an und so, sag ich, nimm es, sonst hast du gar nichts. Ne, da sind die ziemlich ruppig drin. Die möchten nämlich euch das Digitale jetzt, das gnadenlos will die Telekom 2018 alle digital haben. Und das ist das Schlimme, und deswegen mache ich das Video. Wenn die Telekom, und wie die alle heißen, ist egal, euch hat, können die mit euch machen, was sie wollen. Und das fand ich so toll. Sie haben ja mit mir gemacht, was sie wollten, obwohl ich ja mit dem Sekretär und mit dem Obersten da mein Veto eingereicht. Ich habe auch alles gesagt, bitte überprüft das. Ja? Dabei haben sie mich dann einfach klick. Also so toll finde ich es nicht. Die haben Fax weg, die haben dieses, jenes, das. Die Leute, also meine älteren Kunden, kommen damit nicht klar. Ich hatte vor ein paar Sekunden noch einen 88-Jährigen da, dem habe ich auch alles erklärt. Durch diese Umstellung Digital TV und durch die Umstellung digital überhaupt, in Internet und so, die ältere Leute, ne, 60, 70, 80, 90, die noch nie damit sich
Und jetzt müssen, wie gesagt, die eine Dame, die da bei Karstadt einen Rollator kaufen wollte, ging halt nicht. So die ältere Dame, die war circa 90, also wirklich, und brauchte diesen Rollator. Und hat sie mir auch geklärt, warum sie diesen braucht. Und sie wollten unbedingt da kaufen. Und die Firma Karstadt verkauft den aber nicht, nur online. Und online braucht diese Frau Internetzugriff und so weiter und so fort. Diesbezüglich haben wir ja den Enkel angeschrieben, der jetzt das wohl macht. Das wird sie mir dann wohl irgendwann, wenn sie zurückkommt, mir sicherlich sagen, dass er das dann wohl gemacht hat. Dann wird sie ja schätzungsweise auch mit diesem Rollator hier erscheinen. Ja, das sind so alles solche Sachen. Also der große Fisch frisst den allergrößten Fisch und der allergrößte Fisch wird auch gefressen und der allergrößte Fisch wird von uns gefressen. Ne? Also ja, aber Toys R Us Pleite, wenn Amazon verdient pro Sekunde 20 Euro, schon heftig, und dann wird irgendwann, meine lieben Freunde, kriegt ihr von Amazon Fernsehen nicht nur, sondern alles. Dann kriegt ihr von Amazon Strom, Amazon Fernsehen. Ja, wenn ihr das wollt, ist ja okay, habe ich ja nichts gegen. Ich mache dann mit. Aber mir wäre lieber, wenn es kleine Geschäfte gäbe, so wie dies jetzt hier, wo man sich noch unterhalten kann, wo geholfen wird und das für wenig Geld. Und wenn das von mir aus Amazon gehört, ist mir doch egal. Ich bin aber der Chef, mir gehört das, ich bin ein Franchiser von Amazon, das wäre super. Ne? Da hätte ich nichts gegen. Also wenn wir, sagen wir mal, Millionen kleine Geschäfte von Amazon hätten, wo wir reingehen können, so zum Beispiel, ihr geht jetzt hier hin, schaut euch die Amazon-Ware an, ne? Ey, gefällt mir, und dann kann man die auch sofort bestellen, ja, oder zu Hause bestellen. So, wir haben ja auch online. Ich kann die Ware jetzt, wie gesagt, nach Amazon schicken. Im Moment, wegen der Kulisse, bleibt das hier noch. Ich schicke das dann aber, wie gesagt, zu Amazon. Und Amazon kann das dann für mich verkaufen. Machen andere ja auch. So, und dann verdienen ihre 32% daran. Soll mir egal sein. Aber irgendwie werde ich das machen. Also die Ware später, also die Ware ab 2018, werdet ihr euch hier anschauen. Ich meine, ihr könnt ihr euch jetzt schon anschauen. Habe ich nichts gegen. Aber dann, wie gesagt, bei Amazon, da ist ein riesen Schild da oben, Amazon Smile, ne? You shop, Amazon bringt, ne? Ja. So, und das ist eben so. Also ihr könnt hier shoppen, ihr könnt euch gucken, machen auch schon viele. Gut, einiges ist Unikat, hat Amazon nicht. Kann man dann hier kaufen. Und dann gebe ich auch hier Prozente, ist klar. So, und das war's jetzt. Die Schimpfe über Telekom und Co. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den dicken Brummer hier, der nervt. Mach mal eine Tea Time. Ja, ich werde old British. Habe ich echt Bock drauf. Ja, wie gesagt, im Moment bin ich zu Hause ohne Telekom, ohne Internet, ohne Telekom Fernsehen. Und ihr seht, ich bin total glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Also zum ersten Mal, gut, sonntags werde ich wohl sicherlich unglücklich sein.